Wir haben gestern gewissermaßen biblische Geschichte erlebt, meine Damen und Herren, denn gestern wandelte sich Jerome Powell von Saulus zu Paulus. Sie kennen vielleicht die Geschichte aus den neutestamentlichen Schriften, Apostelgeschichte genauer gesagt. Und das ist schon sehr überraschend, hat die Märkte auf dem falschen Fuß erwischt, hat die Märkte nicht begeistert. Jetzt gibt es einen Rebound wieder nach oben, aber die Frage ist, was wird das mittelfristig für die Märkte bedeuten und warum ist das passiert? Warum ist Jerome Powell von Saulus zu Paulus konvertiert? Das ist ja schon eine wirklich interessante Frage und das Ganze beginnt eigentlich mit dem Tag seiner Nominierung durch US-Präsident Biden. Dann diese Erklärung von Powell und auch von Brainard, dass Inflation also ein ganz großes Problem ist, das man bekämpfen müsste. Und gestern dann diese Aussage, Inflation doch nicht transitory. Und vor allem hat Powell, und das ist vielleicht noch wichtiger, Omikron nicht als Steilvorlage genutzt, sondern gesagt, ja, also ich denke, dass das weniger Einfluss haben wird als damals im März 2020 das Auftreten der ganzen Corona-Geschichte insgesamt. Das heißt, er hat eher Omikron runtergespielt. Das wäre eigentlich für einen Saulus, wie er es noch vor seiner Wiedernominierung gewesen ist, eigentlich eine tolle Steilvorlage gewesen zu sagen, tapern, das können wir leider nicht, weil wir haben doch hier jetzt dieses Virus und das bringt Unsicherheit. Aber all das war wie weggeblasen. Wir haben also jetzt einen Paulus, der plötzlich im Inflationscamp ist und nicht mehr im Transitory Camp ist. Schauen wir uns mal die biblische Apostelgeschichte an. Da ist ja ein Saulus, ein Pharisäer, also ein strenggläubiger jüdischer Vertreter im Prinzip der Priesterschaft, der dann von einem Blitz getroffen wird, so wie hier Jerome Powell direkt von einem Blitz offenkundig getroffen wurde aus heiterstem Himmel. Und diese Geschichte, die passt auch sehr, sehr gut auf den aktuellen Fed-Chef. Interessant übrigens, dass Paulus, der ja dann als Missionar tätig wird, viele Briefe an verschiedene Gemeinden schreibt. Das sind die ältesten Schriften, die wir haben aus dem Christentum. Und Paulus war eigentlich oder müsste eigentlich sein ein Zeitgenosse von Jesus, aber er weiß nichts Biografisches über Jesus, während dann in den vier Evangelien, Markus, Matthäus etc., die dann 30 bis 40 Jahre später entstehen, plötzlich eine wunderbare Biografie zusammengestellt ist, die wiederum aus dem Alten Testament exzerpiert ist, zusammengesetzt ist. Das erlaubt Rückschlüsse auf die faktische Historizität der Figur Jesus, aber das nur am Rande, meine Damen und Herren. Jedenfalls haben wir es hier jetzt mit einer seltsamen Wandlung zu tun. Manche sprechen schon von der Jeromicron-Wandlung, Variante, die jetzt hier die Märkte unter Druck gebracht hat. Das Team Transitory ist tot, jetzt ist das Team No Tantrum wahrscheinlich dran und die Märkte versuchen heute jetzt zu beweisen, No Tantrum, Tantrum ist ja eigentlich ein Wutanfall, Sie erinnern sich vielleicht an das Taper Tantrum, als damals die Märkte, nachdem Bernanke eine Umkehr versprochen hatte in Sachen Geldpolitik, dann einen Wutanfall hatten, das heißt der Tantrum. Jetzt also versuchen die Märkte zu zeigen, nein, geht uns nichts an, ist nicht schlimm. Aber es ist wohl doch ein Faktor, denn Liquidität ist alles. Ich hatte das gestern betont. Übrigens, Elizabeth Warren hat jetzt nochmal betont, der sollte nicht nochmal nominiert werden. Und ein Zyniker hier auf Twitter schreibt, noch so ein Tag wie gestern und er wird es auch nicht, denn das kann man sich nicht leisten. Also wird jetzt ein bisschen gute Stimmung gemacht. Seltsam schon, das deutliche Plus vorbörslich. Aber wir sehen, dass all das natürlich schon Einfluss hat jetzt auf die Weltmärkte, vor allem auf die Emerging Markets, unsere türkische Lira, die schlechteste Währung dieses Jahres mit minus 46%. Gestern nochmal das neue Allzeittief eingestellt, der Peso unter Druck, der Baht, der thailändische unter Druck, der Forint unter Druck, also da setzt schon die Märkte unter Stress in gewisser Weise. Es hat auch die Rohstoffe unter Stress gesetzt. Hier dieser Index GSCI 10% gefallen seit dem Hoch am 24. Oktober, also da ist durchaus was passiert und man kann natürlich die Frage stellen, wie David Rosenberg das macht. Iron Ore ist jetzt 60% down, Lumber, also Holz, ist 50% down, Stahl ist 25%, Sojabohnen 25%, Corn, also Mais 20%, Öl 20%, Metalle 12% und Powell entscheidet heute, also praktisch gestern, dass es jetzt Zeit sei, in das Camp der Inflationsanhänger oder der Gefahr der Inflation zu gehen. Großartiges Timing. Letztendlich
Hat, wie ein anderer Twitter-Kommentator das hier, nämlich Sven Hendrik, thematisiert, hat Paul gesagt, das ist alles falsch gewesen, was wir gesagt haben. Das ist praktisch ein Eingeständnis eines Irrtums gewesen, muss man den Hut davor ziehen, aber ich glaube, da sind eben andere Faktoren auch im Spiel, eben diese politische Dominante, dass Biden klargemacht hat, wir müssen Inflation bekämpfen, das ist jetzt das oberste Prinzip, wenn du Fed-Chef bleiben willst. Also hatte Paul nur die Option wahrscheinlich zu sagen, okay, mache ich oder ich lasse mich gar nicht erst nominieren. Er hat sich dafür entschieden, es zu machen und dann jetzt diese seltsame Drehung. Gestern die Märkte, Dow knapp 2% im Minus, ebenso S&P, Nasdaq deutlich schwächer, die Small Caps im Russell deutlich unter Druck. Technologie am besten, das ist erstaunlich eigentlich. Allerdings war gestern ja so ein Tag, wo Omikron zunächst das Thema war. Da Unsicherheiten, Technologie daher besser als dann. Aber Paul diese Aussage traf, dann war der Vorsprung von Technologie oder von Tech dann deutlich geringer. Und wir sehen den Schaden, den charttechnischen Schaden, der bereits angerichtet ist, etwa beim Nasdaq Composite. Ich glaube, der hat über 3300 Aktien. Enthält der, jetzt schauen wir uns mal an, wie viele Aktien da jetzt noch über ihre 200-Tage-Linie handeln, also mittelfristig in einem Aufwärtstrend sind, und es sind jetzt inzwischen 72% der Aktien unter ihrem 200-Tages-Durchschnitt, also 72% der Aktien sind eigentlich in einem klaren Abwärtstrend, könnte man sagen. Das hat sich auch sehr, sehr schnell verändert. Das ist eigentlich ein katastrophales Bild. Hier sehen wir Apple gestern mit 2%, weiß eigentlich kein Mensch warum, gab jetzt keine Nachricht. Dagegen Microsoft im Minus, Tesla hat sich gut gehalten. Warum Apple eben jetzt im Plus war, das ist nach wie vor eben nicht klar. Hat den Gesamtmarkt, hat vor allem den Nasdaq gestützt hier. Was ist der Grund, warum es gestern vor allem dann zum Handelsschluss nochmal nach unten ging? Das war wahrscheinlich gezwungenes Selling Ende des Novembers. Und jetzt sehen wir vielleicht schon so eine Art Frontrunning im Dezember. Sie wissen ja, dass jeden Monat aufgrund von Sparplänen etc. Geld in ETFs und Fonds fließt. Und vielleicht wollte man das so ein bisschen antizipieren, schwer zu sagen. Jedenfalls sehen wir hier nochmal, wie Apple die anderen FANG-Aktien outperformed hat. Und wir sehen, dass sich gestern eigentlich die Recovery-Stocks tendenziell erholt haben. Also das zeigt nochmal, dass Omikron gestern nicht das Thema war, warum die Märkte gestern runter sind, sondern es war eben der Jerome und seine Wandlung von Saulus zu Paulus, die hier interessanterweise die Märkte nicht begeistert hat. Schauen wir uns mal den Nasdaq 100 an im November, plus 2%, und gemessen jetzt am Triple Q, also dem maßgeblichen ETF auf den Nasdaq 100. Wir sehen eine Alibaba minus 23%, Zoom minus 23%, Roku, Robinhood, der Broker, BYND minus 29%, also das sind schon fette Verluste bei sehr, sehr vielen Aktien, die lange Zeit sehr, sehr stark angesagt waren. Der Fall, wenn wir uns jetzt mal den S&P 500 anschauen, untere Grafik hier auf Monatsbasis, schon eine Umkehrkerze, zumindest ein unschöner Docht, muss noch nichts heißen, aber wir sehen am Anleihemarkt hier oben die Grafik, dass eben die Zinskurve sich weiter verflacht. Das ist natürlich ein Thema. Hier wird offenkundig eine Rezession schon eingepreist aufgrund der Aktionen der Fed, die Zinskurve der 5- und 30-jährigen US-Staatsanleihe jetzt so flach wie seit dem Covid-Crash März 2020 nicht mehr. Worum es heute jetzt zunächst mal vorbörslich nach oben geht oder auf Future-Basis nach oben ging, hier sehen wir mal den SPY da oben. Tiefere Hochs, tiefere Tiefs, hier von Michael Silver, by the way. Aber wir haben jetzt offenkundig hier mal so eine Wedge gebildet, sind ein Stück weit überverkauft und können uns jetzt erholen. Aber wir sind nicht out of the woods. Die Kuh ist nicht vom Eis, muss man sagen. Das wird jetzt ein Ritt. Wir sehen hier zum Beispiel den Nikkei Future, wie der dann wie ein Strich nach oben zog, wie von Geisterhand. Und hier sehen wir mal das saisonale Pattern unten. Da geht es ja normalerweise ab Anfang November nach oben. Anfang Dezember ist es noch so ein bisschen schwierig wegen Portfolio Rebalancing, wo also viele Portfolioverwalter dann erstmal vielleicht ihre Aktienquote investieren müssen. Es sind ja alle dick investiert. Oben sehen wir nochmal die globalen Equity Valuations, ganz, ganz oben die USA, dann Emerging Market, dann die Developed Markets, also die europäischen Länder etwa ohne USA, und dann die Emerging Markets. Also da ist ein riesen Bewertungsunterschied. Kommen wir nochmal zu Omikron. Hongkonger Wissenschaftler, die mit hier führend sind, haben gesagt, also die Existing Jabs werden nicht so effektiv sein gegen die Omikron-Variante.
Wahrscheinlich, weil die eben so stark an diesem Spike-Protein mutiert. Wir sehen, dass die Israelis hier optimistischer sind. Also nach wie vor ein bisschen unklar. In Deutschland steigt die Zahl der Todesfälle stark. Die Inzidenz sinkt. Auch die Zahlen, die reinen Infektionszahlen mit 64.000, glaube ich, jetzt doch nicht mehr ganz so hoch. Aber die Hospitalisierungsrate wächst. Möglicherweise ist da schon sehr, sehr viel Omikron dabei. Das dürfte schon länger hier in Deutschland gewesen sein. Das ist jetzt nicht plötzlich durch die Entdeckung der Südafrikaner da, sondern die haben es als erstes eben sequenziert. Dementsprechend könnte das schon darauf hindeuten, dass es sich um eine unschöne Mutante hier handelt. China hat jetzt übrigens 113 neue Corona-Fälle. Unklar, ob Omikron oder nicht. Jedenfalls ist die Gefahr, dass die eben Häfen schließen. Ich hatte das mehrfach schon gesagt, mit dann der Problematik Lieferketten, Materialmangel, Inflation. Der Market, Kaixin Market PMI ist schwächer ausgefallen, 49,9, also leichte Kontraktion. Und Goldman Sachs, die halten weiter an ihrer Ölprognose fest, sagen ja, also dieser Rückschlag hier beim Öl, das ist ja teilweise unter, glaube ich, $65 gefallen, WTI, würde bedeuten, dass in den nächsten Monaten überhaupt keiner mehr fliegt, etc., etc. Also man versucht sein Narrativ hier aufrechtzuerhalten. Goldman Sachs ist extrem bullisch für Öl, aber wir sehen hier Monthly Change unten in der Grafik beim Öl. Das ist der größte Abverkauf eben auch seit dem Corona-Crash Februar, März 2020. Wie geht es weiter jetzt? Das ist die große Frage. Rüdiger Born hat gestern bereits ein Video gemacht, wo er antizipiert hat, dass der DAX sich eigentlich erholen müsste. Das sah eigentlich rein vom Kursverlauf her, zumindest von der Kursstellung, von der Entwicklung der Kurse, zunächst mal gar nicht so aus. Und er schaut auch auf die US-Indizes, wer also wissen will, wie es weitergehen könnte. Bei DAX, aber auch bei den Amis, der ist gut beraten, sich das mal anzuschauen, werde ich unter dem Video verlinken. Heute Konjunkturdaten, ADP-Arbeitsmarktbericht 14.15. Wichtig, denn die Märkte werden gucken, wie sind die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag kommen. Wird da vielleicht die Wende von Paul dadurch auch mit erklärt, und wir haben dann ISM, verarbeitendes Gewerbe, auch sehr wichtig aus den USA, also da ist einiges heute am Start. Ich bin gespannt, ob diese Erholung weitergeht oder in sich wieder zusammenfällt. Der Aktienmärkte jetzt erstmal das Allerbeste. Unter dem Video gucken, was Rüdiger Born sagt. Servus und ciao.